einen Test. Außerdem wollte ich mal wieder was hochladen. Ich fahre mit meinem Fünfer ein bisschen durch die Gegend. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit draußen. Sonntags im World of Tanks ist immer ganz witzig. Schauen wir mal. Leute, auf geht's. Der T34, den spiele ich immer, wenn es mich einfach ankotzt in dem Spiel. Und darum ist es jetzt auch mein letztes, aber ich wollte noch einen kleinen Test machen mit dem Aufnahmeprogramm. Und dann nehme ich immer meinen T34. Das ist so mein Therapiepanzer, wenn man davon sprechen kann. Meistens sind die Runden ganz lustig. Aber, Rhabarber. Manchmal kriegt man auch auf die Fresse, ne? Okay, ich fahre hier ganz allein hin, sehe ich gerade. Ne, der KV-2 fährt noch vor. So, dann gucken wir mal. Ich habe eine Schere dabei. Mache ich ganz gerne im Low-Tier. Das macht manchmal relativ viel Fun. Manchmal. Sichtweite ist sehr wichtig. Also ein paar blinde Russen kann man locker outspotten. Weiß nicht böse gemeint, aber die russischen und die chinesischen Panzer und die Japaner, glaube ich. Oh ja, die Japaner besonders, sind ganz schön blind. So, dann gucken wir mal, was wir hier präsentiert kriegen. Wenn ich jetzt weiter rumzuckel, geht meine Schere nicht an. Jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen, damit sie aufgeht. Seht ihr es? Blob. So. Na komm schon. Wenn man die Schüsse nicht probiert, treffen sie auch nicht. Das ist halt schon brutal auf die Entfernung auf der Stufe. Aber jetzt beruhige ich mich mal mit meinem Mausfingerchen. Und hoffen wir mal, dass es jetzt klappt mit dem Treffen. Ich muss auf meinen grünen Sichtkreis aufpassen. Mal gucken, ob wir was treffen. Ja, ja! Ach, Scheiße. Okay, damit muss man leben können auf der Stufe, ne? Präzise ist anders. Jetzt gehen wir das Risiko ein. Aber der scheiß Russe hat keine Gun Depression. Ach, jetzt ist immer wieder die gleiche Scheiße. Sorry, jetzt habe ich dreimal oder zweimal Scheiße gesagt. Jetzt lassen wir das. Da ist er doch. Ruhig, Brauner, ruhig. Schütze Arsch, könnten Sie mal aufwachen? Das ist nicht wahr. Das ist doch geil. Komm jetzt, ich will was treffen. Mein schraubt den halt gerade auseinander, ne? Unten fährt ein KV-1 lang. Jetzt kommt der KV-85 von denen. Habe ich zu spät gesehen. Komm, komm, Jungs. Ich komme, Jungs. Sorry, ich habe gepennt. Ich war gerade so fixiert auf die Mitte. Ist da noch Arti? Scheiß drauf. Nicht alleine, gell? Schön stehen bleiben, KV-2. Schön stehen bleiben.
Oh oh. Komm, dann will ich noch. Ach, das ist doch kacke. Ich liebe präzise Kanonen. Wusstet ihr das schon? Das ist. typische Tier 5 Game. Die denken doch bestimmt, ich komme oben, oder? Oder? Mal gucken, was sie denken. Nein, KV2, was machst du denn? Er fährt in die Su rein. Hm. Ja, jetzt komme ich doch von oben. Wir müssen da versuchen, zusammen zu bleiben. Das ist so ein typisches Tier 5 Game. Schön, dass ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Einfach nur Gedödel. Ja, kriegen wir dich? Nein. Bleib mal schön bei meinem KV2. Die Hummel hat sich verpisst. Wir haben noch 2 Minuten 40. Ja, ja, ist alles gut. Bitte triff doch mal. Ich glaube, der kommt von hinten. Nur so ein Riecher, den ich hab. Nee, jetzt fahr mal rein. Ist doch, da ist er doch, die Zecke. Ja, das war's für mich. Schade, ich hab's richtig gerochen, der T-34 kommt von hinten. Aber gut, das waren dann doch zu viele Kanonen. Na gut, er hat 6 Kills, scheint kein so schlechter Spieler zu sein. Das Gegnerteam hat alles richtig gemacht. So, das wäre jetzt auch eher so als Testvideo gedacht. Ich lade es trotzdem mal hoch. Das war ein typisches Tier 5 Game. Ey, wenn du solche Schüsse, wenn du so Schussfeld gehabt hättest im Kong oder im Leo oder whatever ab Stufe 8, das ist eigentlich super bei vielen Panzern. Es sei denn, du fährst die Kartoffelkanone. Wer weiß, was die Kartoffelkanone ist. Genau. Der Defender, das Objekt. Aber sonst trifft eigentlich fast alles relativ gut. Und ich war noch ein bisschen nervös. Ich keine Ahnung, es ist Tier 5. Mein Gott, warum war ich nervös? Schauen wir mal. Nee, aber dann ist es doch richtig lustig. Da trifft vielleicht einer von 3. aber war trotzdem ganz witzig. Ja. Dann gucken wir uns den mal an hier. Okay. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Muss man mal sagen. Gut, er war Top-Tier. Aber Top-Tier heißt nicht immer unbedingt, dass man ein gutes Spiel macht. 20.000. Passt. Jo. Das soll es gewesen sein. Ich wollte nur mal einfach nur so ein Testvideo hochladen, ein bisschen Stufe 5. Auch wenn man nur die Hälfte trifft, macht einfach Spaß mit der Kiste. Ich weiß auch nicht. Hier, ich habe immer noch schöne Schere dabei. Alle 2 Sekunden ballert das Ding einen Schuss raus. Ja, von dem her. Ist eine schicke Sache, muss man sagen. Okay. Ja, vielleicht laden wir heute Abend nochmal was hoch, gell?
Also haut rein, wenn ihr wollt. Könnt ihr gerne abonnieren. Oder schreibt irgendwas in die Kommentare. Interagiert ein bisschen auf dem Kanal. Und dann bleibt mal gesund, Leute. Und jetzt habe ich dreimal Leute gesagt. Bis zum nächsten Video. Okay? Macht's gut.